Im heutigen Video reden wir über den nächsten Patrick Huge Drop mit Vivi zusammen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall an, was bei Ethereum Großes passiert ist. Und wir schauen uns auf jeden Fall an, was PlayStation und Digital Collectibles zusammen gemeinsam haben. Und auf jeden Fall noch vieles, vieles mehr. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit diesen wunderbaren Themen und noch sehr vielen mehr Themen, die wir auf jeden Fall zu besprechen haben. Deswegen bleib bis zum Ende dran und wenn du mein Kanal wie auch diese Infos gefallen, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Abonnement von dir freuen und ansonsten kannst du natürlich auch sehr gerne ein Like da lassen und jetzt würde ich sagen, gehen wir aber direkt rein in die ersten News. Patrick Huge wird wieder auf Vivi zu sehen sein und das in dem Fall sogar mit 3 Collectibles und nicht mit 2, so wie es eigentlich beim ersten Mal war. Es wurde ja schon angekündigt, dass wir eine neue Series von Patrick Huge sehen werden mit Vivi zusammen, aber was für Collectibles das sind, wussten wir an dieser Stelle noch nicht. Das wissen wir jetzt aber. Wann der Drop dann stattfinden wird, das wissen wir an dieser Stelle leider auch nicht, denn hier bei diesem Artikel von VTail steht leider auch nur Coming Soon, das heißt, da haben wir auch keine weiteren Informationen zu. Aber wir können uns auf jeden Fall schon mal die Artworks anschauen, die hier gedroppt werden. Die werden natürlich wieder in so einem ähnlichen Format droppen, wahrscheinlich wie die auch davor. Auch vom ähnlichen Preis gehe ich auf jeden Fall in dieser Stelle aus, werde ich an der Stelle auch mal ganz kurz einblenden, dass ihr euch da mal ein ganz kurzes Bild zu machen könnt. Wir werden insgesamt, wie gesagt, 3 Collectibles sehen, nämlich das House of Cards. An dieser Stelle wirklich ja, ein interessantes Bild, muss ich sagen. Ich gehe auch davon aus, dass es wieder mit dieser Verschiebung sein wird. Das heißt, wenn man die Position wechselt, dass sich das Bild dann auch mit verschieben wird, finde ich einen super, super coolen Effekt. Muss ich sagen, wertet auf jeden Fall all diese Bilder sehr schön auf. Dann haben wir ein weiteres Bild und das ist nämlich hier der Luna Robot. Finde ich auch super, super cool. Bin ich auf jeden Fall super gespannt, wie das dann wirklich auch aussehen wird. Und hier nochmal Robot. Beides auf jeden Fall auch hier Bilder, die ich persönlich bevorzugen würde und auch ziemlich interessant finde. Wenn man hier ganz genau hinschaut, dann sieht man auch hier, dass das hier sozusagen auch ja einen sehr interessanten Effekt haben wird, wenn man sich das im Showroom ansehen wird. Und ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt, wie du auf jeden Fall diesen ganzen Drop findest und ob du an diesem Drop auch teilnehmen würdest. Und hier gibt es eine ganz wichtige Info für jeden, der auf jeden Fall hier an diesem ganzen Drop teilnehmen möchte. Denn es wird der Fall sein, dass ein Teil tatsächlich geburnt wird. Und zwar der Teil von den 10.000 Editions, wo kein Promocode eingelöst wird. Das wird zu einem sehr interessanten Szenario führen, denn dadurch wird es deutlich, deutlich weniger Editions geben. 6.000 haben wir ungefähr auf dem Markt, der frei verfügbar ist beim Drop. Und 10.000 sind davon reserviert für die Leute, die einen Promocode über die goldene Lampe bekommen haben, über das Golden Moment. Das heißt, wenn du auf jeden Fall diesen Code einlösen möchtest, schau unbedingt an deinen E-Mails nach. Dort solltest du jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall dann diesen Promocode erhalten, den du dann innerhalb von 7 Tagen nach dem Drop einlösen kannst. Ansonsten ist etwas Großartiges passiert und zwar ist endlich ein finaler Schritt gelungen und zwar nämlich der Merge bei Ethereum vom Proof of Work auf Proof of Stake. Wie das Ganze im Detail funktioniert und was der Merge uns jetzt alles bringen wird, werde ich jetzt in diesem Video nicht nochmal besprechen. Dafür gibt es genug Videos auf YouTube. Aber ganz kurz zum Erklären für dich da draußen, wenn du nicht weißt, was Proof of Work und Proof of Stake ist. Proof of Work ist, dass du minen musst mit zum Beispiel einer Grafikkarte, um Ethereum sozusagen zu bekommen, beziehungsweise um das Netzwerk sicher zu halten, um Ethereum dann als Belohnung zu erhalten. Proof of Stake ist an dieser Stelle ganz was anderes. Dort stakest du deine Token im System und dadurch wird das System gesichert. An dieser Stelle ein sehr anderes Prinzip vom Staking bzw. vom Sichern des ganzen Systems, aber im Großen und Ganzen ein wichtiger Schritt, denn das macht natürlich Ethereum an dieser Stelle deutlich CO2-neutraler, weil das Staking an dieser Stelle sehr viel weniger CO2 verbraucht als das Mining. Auf jeden Fall an dieser Stelle ein großer Schritt für Ethereum und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man die nächsten Tage erstmal versuchen sollte, noch keine Transaktionen zu machen, um, wenn mögliche Fehler auftreten sollten, auf jeden Fall seinen Token an dieser Stelle oder seine NFTs über Ethereum nicht zu verlieren. Das Ganze ist aber an der Stelle nur ein kleiner Hinweis an euch da draußen. Ich persönlich handhabe das so, ob du das so handhabst, das ist an der Stelle deine Verantwortung. Anschließend schauen wir uns nochmal PlayStation an, was ich ja eben schon erwähnt habe im Intro. Und zwar hat nämlich PlayStation angekündigt, Collectibles bei PlayStation Star auch mit einzubinden. Und das wird natürlich an dieser Stelle sehr interessant. Jeder wird jetzt sagen, hey, Digital Collectibles haben wir doch eigentlich bei Vivi. Ja, das ist richtig, aber an dieser Stelle ist auch kein Wort davon zu sprechen, von irgendwelchen NFTs. Und
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass tatsächlich hier an dieser Stelle Vivi-NFTs mit reinkommen, sondern tatsächlich eher PlayStation-Collectibles einfach, die man dann sammeln kann, die halt einfach zum PlayStation-Universum gehören. Aber auf jeden Fall an dieser Stelle ein sehr interessanter und schöner Schritt, dass auch PlayStation diesen Schritt in Digital Collectibles geht. Anschließend besprechen wir nochmal ganz kurz eine Ankündigung. Und zwar ist nämlich Rarible ab sofort auch bei Immutable X. Und wir haben ja tatsächlich letztens erst darüber gesprochen, dass Vivi bei Rarible ist. Und das ist an dieser Stelle natürlich auch kein Zufall. Denn Rarible ist jetzt auf IMX und unsere NFTs von Vivi sind auf IMX. Dementsprechend haben wir hier natürlich eine Brücke zu Rarible und das ist natürlich an dieser Stelle sehr, sehr positiv für Vivi. Und ich gehe stark davon aus, dass wir hier in Zukunft Collectibles auf Rarible traden können, wie auch auf IMX. Ob das noch dieses Jahr kommen wird, werden wir sehen. Ich gehe aber tatsächlich sehr stark davon aus. Und ansonsten war es das tatsächlich auch an dieser Stelle schon wieder mit diesen ganz kurzen News. Wenn du in Zukunft keine News solcher Art verpassen möchtest, dann gib dem ganzen Video auf jeden Fall sehr gerne ein Like und lass ein Abonnement da. Dann verpasst du auf jeden Fall nicht das nächste Video. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Mach es gut und ciao, ciao.